Steuerberater. Was ist ein Steuerberater? Wofür brauchst du einen Steuerberater? Und wie findest du eigentlich den richtigen Steuerberater? Genau darum geht es jetzt heute, weil ich werde immer wieder von Gründerinnen, von Unternehmerinnen, von Selbstständigen angesprochen. Felix, pass mal auf, wie finde ich eigentlich den richtigen Steuerberater? Brauche ich eigentlich einen Steuerberater? Oder soll ich eigentlich alles selber machen? Also, natürlich kannst du eine ganze Menge selber machen. Du kannst auch deine monatliche Buchhaltung selber machen. Aber wenn es dann an den Jahresabschluss geht, dann wird es häufig etwas schwierig ohne Steuerberater. Warum? Weil Steuerberater haben ja nicht ohne Grund 100 Jahre den Kram studiert oder sich aus- und weiterbilden lassen und kennen ebenso bestimmte Stellschrauben, die du als Unternehmer nicht kennst. Der zweite Punkt ist der, du hast ja eigentlich gar keine Zeit, dich intensiv damit auseinanderzusetzen, weil du solltest dich ja eigentlich auf dein Business konzentrieren. Viele machen das dennoch, weil sie sagen, ich will Zeit sparen oder ich will Kohle sparen und habe keine Lust mehr, jemanden zu suchen. Das ist aber langfristig nicht der richtige Weg. Sollte dir auch eigentlich folgendes Argument was sagen, es gibt kein Unternehmen der Welt, was seine Steuererklärung quasi so gesehen noch selber macht. Ne? Sondern mindestens gibt es einen angestellten Steuerberater. Wie findest du denn aber den richtigen Steuerberater? Weil, auch da will ich ganz ehrlich sein, aus persönlicher Erfahrung, ich bin auch nicht mehr beim ersten Steuerberater, auch nicht mehr bei der ersten Steuerberaterin. Ich kann dir sagen, es gibt ganz schön viele schlechte Steuerberater. Die können ja nichts. Da kannst du dir wirklich den Steuerberater sparen. Die haben keine Ahnung, die haben auch keine Lust, sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Ich will aber jetzt kein fünfminütiges Ich-bashe-alle-Steuerberater-Video machen, weil es gibt auch andere Steuerberater. Also auch Steuerberater, die gut sind, die richtig was auf dem Kasten haben und dir was bringen. Aber die Spreu trennt sich halt bekanntlich vom Weizen und du musst herausfinden, ob der Steuerberater für dich der richtige ist. Wie kannst du das machen? Erster Punkt ist, du solltest herausfinden, ob der Steuerberater mit deiner Branche schon mal irgendwann was zu tun gehabt hat. Weil es gibt Wald- und Wiesensteuerberater, die haben alles schon mal gemacht. Die haben von einem kleinen Unternehmen bis zum Großunternehmen, von der Branche, die haben alles. Es gibt keinerlei Spezialisierung. Und deren Spezialisierung oder Positionierung ist einfach, ja, ich bin ein Steuerberater, aber das ist keine Spezialisierung. Also, erste Frage, die du stellen solltest, hast du, lieber Steuerberater, liebe Steuerberaterin, von meiner Branche Ahnung? Zweiter Punkt, hat er andere Firmen, Unternehmen in ähnlicher Größenordnung? Also das heißt, wenn du Gründerin oder Gründer bist, hat der andere Gründer oder Gründerin? Das ist dann gut, weil er sich mit speziellen steuerlichen Dingen auseinandergesetzt hat, die was mit Gründerinnen und Gründern zu tun haben. Oder hat er nur Großkonzerne und du wirst dann nur noch so stiefmütterlich behandelt, weil eigentlich verdient er bei dir nichts. Du musst ja auch darüber immer im Klaren sein. Du bist am Anfang für die meisten Steuerberater ein kleiner Fisch. Und warum sollte sich jemand mit einem kleinen Fisch lange auseinandersetzen, wenn er denn vielleicht auch große Fische bei sich im Teich hat? Und da ist es vielleicht auch deine Aufgabe, klarzumachen, hey, ich will hier was aufbauen, ich will was Großes machen und dann werde ich für dich auch ein großer Kunde. Also da in dem Punkt kann ich die Steuerberater so ein Stück weit auch verstehen. Es gibt Steuerberater, die sind sehr engagiert. Mit denen hast du regelmäßige Treffen, die sprechen regelmäßig mit dir über deine Zahlen. Und es gibt Steuerberater, die machen das gar nicht. Von denen hörst du nichts, von denen siehst du nichts, außer du rufst die irgendwann mal an und fragst, ob das Büro von denen noch besetzt ist. Also das heißt, deine Aufgabe muss es sein, hier rauszufinden, ob derjenige engagiert ist. Und nicht nur engagiert im Akquiseprozess, dich als Kunden ranzuholen und dann ist er weg, sondern auch langfristig. Nächster Punkt. Wie sieht es mit der Digitalisierung der Steuerberaterpraxis aus? Also, wenn du jetzt zum Beispiel deine monatliche Buchhaltung mit Safdesk machst und bei Safdesk deine Rechnungen erstellst, bei Safdesk deine Buchhaltung machst, bei Safdesk alle Unterlagen machst und sozusagen auch eine Schnittstelle zum Finanzamt und zum Steuerberater hast, kann dein Steuerberater mit diesen Daten vernünftig umgehen? Kann er dir nachher, worüber auch immer, über Unternehmen online von DATEV oder was auch immer, kann er dir entsprechend Auswertungen zur Verfügung stellen? Wie sieht die Kommunikation mit dem aus? Oder muss er immer noch irgendwelche Zettelkisten hinbringen? Ne? Auch das gibt es noch. Also wie digital ist die jeweilige Steuerkanzlei und wie digital oder weiterentwickelt sie sich? Auch das ist der nächste Punkt. Herauszufinden, der Steuerberater, bildet er sich weiter? Nimmt er regelmäßig an Fortbildungen teil? Beschäftigt er sich mit neuen Steuermethoden oder macht er seit 40 Jahren dasselbe? Auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, das ist manchmal wie mit Lehrern in der Schule, dass ich so merke, so Jüngere sind da manchmal noch, haben noch ein bisschen mehr Gas. Und das soll sich nicht mit dem Stammtisch anhören, aber ich kenne auch so ein paar ältere Steuerberater, das ist so manchmal so ein bisschen so lethargisch. Das gilt nicht für jeden Steuerberater, wenn du dich jetzt davon angegriffen fühlst, kann ich leider auch nichts dafür. Kennt er sich mit Steuersparmodellen aus? Also wenn du mit ihm aktiv mal sprichst, da musst du halt auch Fragen stellen können. Und nicht nur kannst du meine Buchhaltung machen, dann wird er ja sagen,
sondern welche Gestaltungsmöglichkeiten fallen dir bei mir ein? Wenn du dir vorstellst, mein Unternehmen wächst jetzt und ich mache nächstes Jahr mal 250.000 Euro Umsatz und mache nächstes Jahr 1 Million, was könnten dann Entwicklungsschritte sein? So kannst du ja vielleicht rausfinden, wie viel Ahnung er hat. Nächste Frage, wer betreut dich denn da eigentlich? Also betreut dich der Steuerberater selber, mit dem du jetzt gesprochen hast, oder betreut dich irgendwie XYZ, den du noch nie gesehen hast? Auch das findet natürlich ganz häufig statt. Man muss ja ganz ehrlich sagen, meistens hast du mit dem Steuerberater selber, den du am Anfang kennengelernt hast, nachher ja nichts mehr an der Mütze. Außer, dass der noch irgendwann deinen Jahresabschluss unterschreibt. Also hier rauszufinden, wer betreut mich, wie viel Ahnung hat diese jeweilige Person, wie engagiert ist diese jeweilige Person und das nicht auf den Steuerberater, nur weil du von dem YouTube-Video gesehen hast und denkst, der ist super, der hat nachher meistens ja nichts mehr mit dir zu tun. Ne? Also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Letzter Punkt, wirklich mit dem Steuerberater darüber zu sprechen und ein Gefühl dafür zu haben, okay, langfristig, wo geht es hin und welche Zahlen kriege ich von dir, welche Auswertung. Es bringt ja nichts, wenn der dir hochtrabende BWA-Auswertungen jeden Monat schickt, die du überhaupt nicht lesen kannst, wo du gar nicht weißt, was das bedeutet. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du auf einmal irgendwann Post vom Finanzamt kriegst, und da steht da drin, zahlen Sie bitte 10.000 Euro und du sagst, warum denn? Und dann rufst du den Steuerberater an und dann sagt er, ja, das stand doch in Ihren Unterlagen drin. Das muss er dir auch so aufbereiten, so darstellen, dass du es checken kannst. Na? Und ein Steuerberater entbindet dich aber nicht deiner eigenen Leistung. Also sich selber mit dem Thema in irgendeiner Form ein bisschen auseinanderzusetzen, na, nur weil ich jetzt einen Videografen habe, bedeutet das ja nicht, dass ich gar nichts wissen muss, was irgendwie mit Inhalten von Videos zu tun hat. Ne? Also dann verlasse ich mich auf jemand anders und manchmal verlässt es mich dann auch. Ne? Ganz wichtiger Punkt. Schreib mir noch mal deine Fragen zum Thema Steuerberatung hier unter dieses Video. Schreib mir noch mal darunter, ne, welche Fragen hast du dazu, welche Erfahrungen hast du vielleicht auch schon gemacht, machst du deine Steuererklärungen, deine Abschlüsse, machst du die selber oder macht die irgendjemand anders für dich? Wie gesagt, zwei Empfehlungen an der Stelle noch. Empfehlung Nummer 1, ich habe es eben schon mal erwähnt, Safdesk. Wenn du digital deine Buchhaltung, deine Rechnungsstellung machen willst, finde ich, ist das ein cooles Tool, was ein bisschen Zeit spart. Und wenn du schon 2-3 Euro gemacht hast und mit deinem Business 2-3 Schritte weiter bist, kann ich dir meinen Freund, den lieben Professor Christoph Jun, auch als Steuerberater, das ist eine unbezahlte Empfehlung, empfehlen. Auch da kann ich dir einen Link unten drunter packen. Super Typ, hat richtig krass Ahnung, coole Kanzlei. Bei uns hier im Rheinland, also auch da eine Herzensempfehlung. Also, ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Du sollst den Kanal abonnieren und einen Kommentar sollst du dalassen. Komm, yalla, voran jetzt!